Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. In den kommenden Vorlesungen sollen die Struktureigenschaften der Übergangsmatrix im Mittelpunkt stehen. In der heutigen Vorlesung möchte ich mich speziell mit der Klassifikation von Zuständen auseinandersetzen. Schauen wir uns das im Detail einmal an. Das Setting sei in dem ganzen Kapitel das folgende. Also Xn bezeichnet eine Nupé-Markov-Kette auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum, den ich wie üblich mit Omega Fp bezeichnen möchte. Und diese Markov-Kette soll Werte annehmen in meinem Zustandsraum E, von dem ich annehmen möchte, dass er höchstens absehbar unendlich ist. Jetzt möchte ich zwei Bezeichnungen einführen. Mit P hoch n sei wiederum das n-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix P bezeichnet. Und dessen Komponenten möchte ich mit PnXy bezeichnen. Und der Einfachheit halber sei einfach P hoch 0 nichts anderes als die Einheitsmatrix auf unserem Zustandsraum E. Jetzt geht es darum, Zustände zu unterscheiden. Und ich nenne einen Zustand X absorbierend, falls die Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand X in den Zustand X gerade 1 ist, was nichts anderes bedeutet als, dass wenn meine Markov-Kette in diesem Zustand X startet, sie mit Wahrscheinlichkeit 1 immer in diesem Zustand X bleiben wird. Dagegen heißt ein Zustand X rekurrent, falls ich mit Wahrscheinlichkeit 1 bei Start in X in endlicher Zeit wieder nach X zurückkomme. Und diese Zufallsvariable Sx bezeichnet nichts weiter als die Treffzeit des Zustandes X. Das ist nichts weiter als das Infimum über alle n, die Werte in den natürlichen Zahlen annehmen, also sprich alle n, die größer sind als oder größer gleich 1 sind, sodass die Markov-Kette zu diesem Zeitpunkt n wieder in X ist. Transient hingegen heißt ein Zustand, falls die Wahrscheinlichkeit bei Start in X in endlicher Zeit wieder nach den Zustand X wieder zu treffen, einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Was man hier jetzt sieht, ist, dass jeder absorbierende Zustand natürlich rekurrent ist. Warum? In dem Fall, wenn ich weiß, dass die Übergangsmatrix die Eigenschaft hat, dass Px x gerade 1 ist, dann bedeutet es ja nichts weiter, als dass meine Zufallsvariable Sx bei Start in X den Wert 1 annimmt für alle Omega. Das heißt, insbesondere ist natürlich dieses Ereignis Sx kleiner als unendlich, gerade der ganze Raum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit davon ist 1. Was man noch sieht, ist, dass ein Zustand nur die Möglichkeit hat, entweder rekurrent zu sein oder transient zu sein. Also es gibt nichts dazwischen. Worum es im Folgenden jetzt gehen soll, ist die Frage, wie kann man die Rekurrenz und die Transienz eines Zustandes noch alternativ charakterisieren. Und das ist die Aussage vom ersten Satz 2.1. Der besagt nämlich das Folgende. Also ich gebe mir vor, eine Nupé-Markov-Kette auf unserem absehbar unendlichen Zustandsraum E. Und dann ist ein Zustand X genau dann rekurrent, als die Markov-Kette die Eigenschaft hat, bei Start in X unendlich oft den Zustand X zu besuchen, dass dies mit Wahrscheinlichkeit 1 passiert. Oder äquivalent dazu ist, dass wenn ich mir die Summe über alle n angucke von dieser Übergangswahrscheinlichkeit, in n Schritten von x nach x zu gehen, dass diese Reihe divergiert. Umgekehrt bedeutet es für einen Zustand x transient zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x unendlich oft den Zustand x zu besuchen 0 ist. Das heißt mit anderen Worten, wenn mein Zustand x transient ist, dann besucht meine Markov-Kette bei Start in x den Zustand x nur endlich oft mit Wahrscheinlichkeit 1. Äquivalent dazu ist natürlich die Aussage, oder dass diese Summe oder diese Reihe der Übergangswahrscheinlichkeiten in n Schritten von x nach x zu kommen endlich ist, also konvergent ist. Schauen wir uns diesen Beweis dazu einmal im Detail an.
Und dabei spielt die Zufallsvariable Vx, die wir in der letzten Vorlesung bereits betrachtet haben, wieder eine entscheidende Rolle. Also mit Vx möchte ich hier bezeichnen diese Summe n gleich 0 bis unendlich von der Indikatorfunktion, dass mein Prozess zum Zeitpunkt in n im Zustand x ist. Also dass nichts weiter als die Gesamtzahl der Besuche meiner Markov-Kette im Zustand x. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass wenn x rekurrent ist, das impliziert, dass die Markov-Kette den Zustand x unendlich oft besucht mit Wahrscheinlichkeit 1 impliziert, dass diese Wahrscheinlichkeit impliziert, dass diese Reihe divergiert und dann möchte ich zeigen, dass die Divergenz dieser Reihe wieder impliziert, dass x rekurrent ist. Das heißt, im ersten Schritt gucke ich mir an, angenommen x sei rekurrent und dann soll daraus folgen, dass das Ereignis, dass die Markov-Kette den Zustand x unendlich oft besucht, gerade 1 ist. Was wissen wir? Wenn x rekurrent ist, wissen wir nach Definition, dass die Wahrscheinlichkeit, den Zustand x in endlicher Zeit zu treffen, gerade 1 ist. Und jetzt gucken wir uns dieses Ereignis an, unendlich oft den Zustand x zu besuchen. Das bedeutet ja nichts weiter, als dass meine Zufallsvariable Vx den Wert unendlich annimmt. Jetzt kann ich aber ausnutzen die Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes Px bezüglich der absteigenden Ereignisse, dass dass meine Zufallsvariable Vx Werte annimmt, die größer sind als k. Jetzt sehe ich, dass ich dieses Ereignis auch darstellen kann als den Limes k gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit, dass Vx größer ist als k. Jetzt haben wir aber in Korollar 1.16 bereits gesehen, aufgrund der starken Markov-Eigenschaft kann ich diese Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich in endlicher Zeit den Zustand x besuche, zur Potenz k. Jetzt wissen wir nach Voraussetzung aber, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade den Wert 1 annimmt, aufgrund der Tatsache, dass x rekurrent ist. Das heißt, wir haben jetzt hier gezeigt, dass in der Tat Rekurrenz impliziert, dass meine Markov-Kette den Zustand x unendlich oft mit Wahrscheinlichkeit 1 besucht. Schauen wir uns jetzt die nächste Aussage an, nämlich dass diese Aussage impliziert, dass diese Reihe divergent ist. Was wissen wir? Na gut, wir starten erstmal mit der Tatsache, dass Vx nimmt den Wert unendlich an. Das ist ja nichts weiter als, dass die Markov-Kette den Zustand x unendlich oft besucht und nach Voraussetzung wissen wir, dass das die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Daraus folgt natürlich sofort auch, dass der Erwartungswert von Vx unendlich sein muss. Was wissen wir jetzt aber über diesen Erwartungswert von Vx? Wenn ich den Erwartungswert von Vx nehme und ich benutze einfach den Satz von Frobenius und vertausche die Reihe mit dem Erwartungswert, dann bleibt hier übrig die Wahrscheinlichkeit, bei Start in x zum Zeitpunkt n wieder im Zustand x zu sein, was ja nichts weiter ist als das entsprechende Matrixelement xx von diesem n-fachen Produkt der stochastischen Matrizen P. Das heißt, außer dem Zustand 0, den muss ich natürlich hier rausnehmen, oder das ist das diagonale Element, wenn Sie es so wollen. Und jetzt sehe ich natürlich, aufgrund der Tatsache, dass dieser Ausdruck unendlich ist, folgt natürlich sofort auch, dass diese Reihe unendlich sein muss. Und damit haben wir natürlich auch diese Aussage gezeigt. Bleibt sozusagen nur noch die Rückrichtung, dass die Divergenz dieser Reihe impliziert, dass der Zustand x rekurrent sein muss. Und das möchte ich zeigen mit Hilfe eines Widerspruchsbeweises. Nehmen wir einmal an, dass die Wahrscheinlichkeit, den Zustand x in endlicher Zeit zu treffen, einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Oder mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass diese erste oder die Treffzeit des Zustandes x den Wert unendlich annimmt, ist positiv. Was haben wir gerade gesehen? Wir haben gesehen, dass diese
Reihe n gleich 1 bis unendlich p n x x sicher ausdrücken lässt als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Zufallsvariable vx minus 1. Diesen Ausdruck können wir natürlich nach oben abschätzen, indem wir einfach mal diese minus 1 vergessen. Und dann haben wir gesehen in Korollar 1,16, dass wir diesen Erwartungswert von Vx auch ausdrücken können als den Kehrwert der Wahrscheinlichkeit, dass bei Start in x diese Zufallsvariable Sx den Wert unendlich hat. Von dem wissen wir jetzt aber nach Voraussetzung, dass diese Wahrscheinlichkeit hier einen Wert annimmt, der strikt größer als 0 ist. Das bedeutet, dieser Kehrwert ist natürlich endlich. Das steht natürlich im Widerspruch mit unserer Annahme, dass die Reihe divergiert. Ergo, die Wahrscheinlichkeit, den Zustand x in endlicher Zeit zu treffen, muss den Wert 1 annehmen. Damit haben wir den ersten Teil des Satzes 2,1 gezeigt. Kommen wir jetzt zum Teil B. Wir wollen wieder die gleiche Implikationskette zeigen, nur diesmal starten wir von der Tatsache, dass x transient ist. Das heißt, wir starten von der Definition und wir wissen dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit bei Starten x, den Zustand x in endlicher Zeit zu treffen, einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Und jetzt möchten wir als erstes zeigen, dass diese Reihe hier konvergent ist. Also schauen wir uns an, diese Reihe PnxX, was wir wieder ausdrücken können als den Erwartungswert bei Start in x von dieser Zufallsvariable Vx minus 1. Das haben wir gesehen aufgrund von Korollar 1,16, ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Markov-Kette den Zustand x erst zum Zeitpunkt unendlich erreicht und davon den Kehrwert. Von dem wissen wir natürlich, dass diese Wahrscheinlichkeit strikt positiv ist. Mit anderen Worten, dieser Kehrwert ist natürlich endlich. Damit haben wir gezeigt, dass die Reihe endlich sein muss. Das bedeutet aber auch, dadurch, dass diese Zufallsvariable hier jetzt endlich ist, was wir hier draus sofort sehen, dass meine Markov-Kette natürlich den Zustand x nur endlich oft erreichen darf, weil andernfalls würde diese Zufallsvariable den Wert unendlich annehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den Zustand x unendlich oft zu treffen, muss 0 sein. Damit haben wir diese Implikationskette gezeigt. Bleibt noch zu zeigen, dass aus der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Markov-Kette unendlich oft den Zustand x besucht, gerade 0 ist, folgt, dass x transient ist. Und auch das möchte ich wiederum mit einem Widerspruchsbeweis zeigen. Nehmen wir also an, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass ich den Zustand x in endlicher Zeit treffe, wäre 1. Was wissen wir? Wir wissen natürlich, dass diese Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass meine Markov-Kette den Zustand x unendlich oft besucht, ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass das Ereignis Vx nimmt den Wert unendlich an ist. Und jetzt haben wir gesehen, dass wir dieses Ereignis auch ausdrücken können aufgrund der Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes Px bezüglich der absteigenden Ereignisse Vx größer als k wieder schreiben können, wie in diesem Beweisschritt, als den Limes k gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit Px von dem Ereignis Vx größer als k. Und jetzt möchte ich wieder Korollar 1,16 benutzen und das wieder ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass die Treffzeit den Wert x, also dass die Treffzeit des Zustandes x in endlicher Zeit zur Potenz k. Das war ja gerade die Aussage von dem Korollar 1,16, dass dieses Objekt das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass Vx einen Wert annimmt, der größer ist als k. Nach Voraussetzung wissen wir nun aber, dass diese, oder nach Annahme wissen wir jetzt, dass diese Wahrscheinlichkeit den Wert 1 annimmt. Ergo wissen wir auch, dass dieser Limes den Wert 1 annimmt. Und das steht jetzt aber im Widerspruch zu unserer Annahme, dass eigentlich diese Wahrscheinlichkeit den Wert 0 annimmt. Ergo
muss unsere Annahme falsch sein. Und es gilt also, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis x in endlicher Zeit zu treffen, einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Und das impliziert gerade, dass x transient ist. Auf diese Art und Weise haben wir diesen ersten Satz gezeigt. Was auftaucht in diesem Beweis, ist diese Reihe. Und die hat auch noch einen gesonderten Namen, und den möchte ich an dieser Stelle einführen. Und das ist nämlich die Green-Funktion von unserem Markov-Prozess X. Also sei Xn eine Nyp-Markov-Kette auf unserem Zustandsraum E. Und ich bezeichne mit Vx gerade diese Zufallsvariable, die zählt, wie oft ich den Zustand X besuche. Und dann heißt diese Funktion gxy, die nichts weiter ist als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Zufallsvariable Vy, was auch nichts weiter ist als diese Reihe n gleich 0 bis unendlich pnxy. Dieses Objekt nimmt natürlich Werte an zwischen 0 und unendlich. Unendlich ist erlaubt. Der Green-Funktion von meiner Markov-Kette xn. Ich möchte Ihnen hier noch an dieser Stelle noch ein kleines Korollar aus dem Satz 2.1 zeigen, nämlich das ist das Folgende. Wenn y ein transienter Zustand ist, dann gilt, dass die Wahrscheinlichkeit n gegen unendlich von diesem, dann gilt, dass dieser Limes n gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x zum Zeitpunkt n im Zustand y zu sein, gerade verschwindet. Und das gilt für alle x im Zustand, in unserem Zustandsraum E. Der Beweis hat so einen schönen kleinen Rechenschritt drin. Also die erste Aussage ist trivial, nämlich wenn ich fixiere erstmal y und e, das sei ein transienter Zustand, dann weiß ich natürlich sofort aus dem Satz 2.1, dass diese Reihe konvergent ist, nämlich die Reihe PnYY. Also wenn ich aufsummiere, die Übergangswahrscheinlichkeiten in n Schritten bei Start in y wieder in y zu sein, diese Reihe ist nach Satz 2.1 konvergent, und das impliziert natürlich, dass diese Elemente eine Nullfolge darstellen müssen. Sind ja nicht negativ. Ergo weiß ich, dass dieser Limes bereits verschwindet. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie komme ich jetzt von, kann ich jetzt ersetzen dieses Y durch ein beliebiges X? Also ich fixiere erstmal ein X in meinem Zustandsraum, was verschieden ist von Y. Und jetzt möchte ich die folgende Beobachtung anstellen. Nämlich dieses Matrix-Element PnXY ist ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass mein Prozess zum Zeitpunkt n im Zustand y ist. Das bedeutet aber nichts weiter, als dass ich den Zustand y in dem Zeitintervall 1 bis n irgendwann getroffen haben muss. Und wenn ich jetzt die Sigma-Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes px oder die Sigma-Additiv brauche ich gar nicht, die endliche Additivität benutze, kann ich das natürlich auch schreiben als die Summe k gleich 1 bis n von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass mein Prozess zum Zeitpunkt n im Zustand y ist und dass ich den Zustand y zum ersten Mal getroffen habe im Zeitpunkt k. Jetzt möchte ich das wiederum mit Hilfe der Fallunterscheidungsformel wie folgt ausdrücken, nämlich das gleiche wie die Summe k gleich 1 bis n von der Wahrscheinlichkeit, dass ich in x starte und den Zustand y zum Zeitpunkt k treffe, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass mein Prozess zum Zeitpunkt n im Zustand y ist, bedingt darauf, dass ich zum Zeitpunkt k in y bin und dass ich zum Zeitpunkt k den Zustand y zum ersten Mal treffe. Und Sie sehen, ich kann einfach dieses Ereignis hier noch mit hinzufügen, weil wenn ich weiß, dass ich zum Zeitpunkt k y treffe, dann weiß ich natürlich, mein Prozess muss zu diesem Zeitpunkt im Zustand y sein. Sprich, das ist ein Ereignis, was mit Wahrscheinlichkeit 1 an eintritt, wenn ich diese Treffzeit kenne. Und jetzt sehen Sie, was ich benutzen möchte. Ich möchte hier an dieser Stelle wieder die Markov-Eigenschaft benutzen.
die mir dann ja sagt, dass ich das Ganze, diese bedingte Wahrscheinlichkeit auch ausdrücken kann, als die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y in den verbleibenden n-k Schritten wieder in Y zu sein. Und das ist genau das, was an dieser Stelle geschehen ist. Also wir haben folgende Darstellungsmöglichkeit dieses Elements des n-fachen Produktes der stochastischen Matrizen, nämlich PnXY, kann ich auch ausdrücken als die Summe k gleich 1 bis n von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand y zum ersten Mal zum Zeitpunkt k erreicht zu haben und dann multipliziert mit dieser Übergangswahrscheinlichkeit in den verbleibenden n-k Schritten eine Exkursion zu machen von y wieder in den Zustand y zurück. Und diese Darstellung ist jetzt relativ nützlich. Warum? Naja, was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass der Limes von diesem Objekt hier in n verschwindet. Dazu ist es natürlich nützlich, wenn wir uns angucken, die entsprechende Reihe über n. Wenn wir wissen, dass diese konvergent ist, können wir wieder schließen, dass diese Folge in n eine Nullfolge darstellen muss und wir haben unser Ziel erreicht. Also summieren wir hier einfach diese Gleichung, die wir hier gewonnen haben, über alle n. Jetzt sehen Sie, die Reihe, oder die Summe, die ich hier habe, kann ich ja künstlich auch wie folgt schreiben, als die Summe k gleich 1 bis unendlich, Indikatorfunktion, dass k kleiner gleich n ist, von diesen beiden Termen, die hier noch drin sind. Jetzt möchte ich einfach Fubini benutzen, die Summe über k mit der Summe über n vertauschen. Das heißt, ich habe hier einmal die Summe k gleich 1 bis unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes y gerade gleich k ist, multipliziert mit dieser Summe n gleich k bis unendlich von dieser Übergangswahrscheinlichkeit p n minus x vom Zustand y in den Zustand y. Jetzt sehen Sie, natürlich hier kann ich einfach einen Index-Shift vornehmen und ich erhalte einfach die Reihe, die von n gleich 0 startet. Und das kann ich natürlich ausdrücken als 1 plus diese Reihe, die von n gleich 1 bis unendlich startet und von diesen Elementen pn, y, y. Von diesem Objekt wissen wir aber bereits, aufgrund der Tatsache, dass y transient ist, aufgrund von Satz 2,1, dass dieser Ausdruck hier endlich sein muss. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist nach oben beschränkt. Ergo muss diese Reihe konvergent sein. Und das impliziert natürlich sofort, dass diese Elemente der Reihe eine Nullfolge in n darstellen. Damit haben wir das gewünschte Korollar bewiesen. Was ich Ihnen noch nahelegen möchte, ist die folgende Aufgabe. Also betrachten Sie wieder eine Markov-Kette Xn bezüglich der Startverteilung μ und des Übergangsmatrix P auf unserem absehbar unendlichen Zustandsraum E. Jetzt möchte ich die folgenden beiden Objekte definieren. Ich möchte mit P xy von S die Reihe bezeichnen n gleich 0 bis unendlich pn xy multipliziert mit s hoch n, wobei s eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 ist, wobei hier die 1 ausgeschlossen sein soll. Und Sie sehen, diese Reihe ist dann immer konvergent. Das heißt, diese Reihe nimmt Werte an oder dieser Ausdruck nimmt Werte an, die strikt kleiner sind als unendlich. Auf der anderen Seite möchte ich bezeichnen mit qxy von s die erzeugenden Funktionen von meiner Zufallsvariable sy oder besser gesagt von diesem Wahrscheinlichkeits- und von der Verteilung von sy bei Start in x. Und ihre erste Aufgabe besteht darin, folgende funktionalen Zusammenhang nachzuweisen, nämlich dass p xy von s sich auch ausdrücken lassen kann als 1, falls y gleich x ist, plus
QXY von S multipliziert mit PYY von S. Und als Konsequenz daraus besteht Ihre Aufgabe, ohne Benutzung vom Satz 2.1 zu zeigen, dass wenn Y ein transienter Zustand ist, mit anderen Worten, wenn ich weiß, dass ich bei Start in Y den Zustand Y in endlicher Zeit treffe, dass diese Wahrscheinlichkeit einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1, das sofort impliziert, dass diese Übergangswahrscheinlichkeiten PNXY gerade 0 sind für alle x aus meinem Zustandsraum. Also das gleiche zu schließen wie in Korollar 2.2, aber ohne Benutzung von Satz. Nachdem wir das jetzt gezeigt haben, möchte ich Ihnen ein Anwendungsbeispiel zeigen. Oder besser gesagt, zwei. Das erste Beispiel ist der sogenannte Kartenhausprozess. Und dabei handelt es sich um Folgendes. Also ich betrachte eine Markov-Kette mit Zustandsraum den natürlichen Zahlen inklusive der 0. Und die Übergangsmatrix ist wie folgt gegeben. Also ich kann, wenn ich im Zustand 0 bin, dann bleibe ich mit der Wahrscheinlichkeit P0 im Zustand 0 oder ich springe in den Zustand 1 mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P0. Und wenn ich im Zustand 1 bin, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten oder in jedem anderen Zustand. Ich springe mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus P1 zum nächsthöheren oder 1 minus PK zum nächsthöheren oder ich springe mit der Wahrscheinlichkeit PK wieder zurück zur 0. Also ich kann von jedem Zustand aus immer zurück zur 0 springen oder ich springe zum nächsthöheren Nachbarn. Und was ich annehmen möchte, ist, dass alle diese PIs Werte annehmen strikt zwischen 0 und 1. Also 0 ist nicht erlaubt und 1 ist nicht erlaubt. Und Sie sehen, dieser Prozess könnte folgendes relevantes Problem modellieren, nämlich angenommen, Sie betreiben ein Unternehmen, Sie haben dazu Maschinen oder eine Maschine und immer wenn diese ausfällt, ersetzen Sie diese sofort durch eine neue. Und dann könnte diese Markov-Kette Xn das Alter der in Gebrauch befindlichen Maschine beschreiben. Nämlich, Sie sehen, wenn es ausfällt, springe ich zurück zu 0. Oder ansonsten steigt dieses Alter sukzessive an und Sie sehen, diese Ausfallwahrscheinlichkeit kann vom Alter abhängen. Und jetzt ist natürlich in diesem Modell eine relevante Frage, ist der Zustand 0 rekurrent oder transient? Oder mit anderen Worten, besuche ich den Zustand 0 mit Wahrscheinlichkeit 1 unendlich oft oder nur endlich oft? Und dem möchte ich jetzt nachgehen. Dazu eine Vorüberlegung. Also wenn ich mir angucke, wie sieht denn der entsprechende Pfad aus, wenn ich in 0 starte und ich weiß, dass ich in 0, in Endschritten wieder im Zustand 0 bin, also den Zustand 0 wieder zum ersten Mal treffe. Dann weiß ich, dieser Pfad hat nur eine Möglichkeit, nämlich wie folgt hier beschrieben. Ich springe sozusagen von 0 nach 1 und so weiter bis zum Zustand n minus 1 und fahre daraus dann wieder zurück zu 0. Also ganz konkret, angenommen, ich möchte in drei Schritten zum ersten Mal wieder die 0 treffen, habe ich nur die Möglichkeit, ich springe zu 1, springe zu 2 und springe dann wieder zurück zu 0. Damit habe ich es in drei Schritten erreicht. Das heißt aber insbesondere auch, dass ich diese Wahrscheinlichkeit bei Start in 0 in n Schritten die 0 zum ersten Mal zu treffen, auch explizit berechnen kann. Das ist nämlich nichts weiter als das Produkt 1 minus P0, 1 minus mal 1 minus P1 und so weiter, mal 1 minus Pn minus 2, mal, das ist jetzt der Rücksprung, Pn minus 1. Und was ich jetzt ausrechnen möchte, ist, um zu untersuchen, ob der Zustand 0 rekurrent oder transient ist, gilt es natürlich, das folgende, die folgende Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, dass ich die 0 in endlicher Zeit treffe. Also dieses Ereignis gilt es zu untersuchen. Und Sie sehen, dieses Ereignis kann ich natürlich aufgrund der Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes Pn auch ausdrücken, als den Limes n gegen unendlich. Von der Wahrscheinlichkeit bei Start 0 von dem Ereignis, dass die Zufallsvariable S0 einen Wert kleiner gleich groß n annimmt
Und aufgrund der Additivität des Maßes kann ich das natürlich auch schreiben als die Summe klein n gleich 1 bis groß n von der Wahrscheinlichkeit p0 von dem Ereignis s0 gleich klein n. Das heißt, jetzt gilt es darum, sozusagen, wir wissen natürlich, was dieser Ausdruck ist, aber jetzt gilt es darum, das irgendwie sinnvoll zu beschreiben. Und um das tun zu können, möchte ich folgenden Trick benutzen. Ich führe folgende Bezeichnung ein, also mit U0. U0 definiere ich einfach als 1 und UN definiere ich als dieses Produkt 1 minus P0 mal 1 minus P1 und so weiter bis 1 minus PN minus 1. Und dann ist die Beobachtung die folgende, dass ich nämlich meine Wahrscheinlichkeit bei Start in 0, den Zustand 0 zum Zeitpunkt N zu treffen, gerade ausdrücken kann als die Differenz von un minus 1 minus un. Und diese Beobachtung hilft es mir, diese Summe hier sehr leicht darzustellen. Nämlich, was passiert ist hier, dass nichts, dass wenn ich diese Ausdrücke einsetze, dass da eine Teleskopsumme entsteht und nur zwei Terme überleben. Nämlich der Term u0, der ja gerade 1 ist, und es überlebt der Term U groß n. Und U groß n wissen wir ja, was das ist. Das ist nichts weiter als nach Definition das Produkt von diesen Faktoren 1 minus P0 bis 1 minus PN minus 1. Und das ist genau hier geschehen. Das heißt, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ist, ob dieser Limes, der hier sozusagen am Ende übrig bleibt, gerade 0 ist oder einen positiven Wert annimmt. Und das entscheidet darüber, ob sozusagen ein Zustand 0 rekurrent oder transient. Und um das zu untersuchen, möchte ich die folgende Behauptung aufstellen, nämlich, falls alle diese PIs in der Definition von diesem Kartenhausprozess vorkommen, Werte zwischen 0 und 1 annehmen und 0 ausgeschlossen und 1 ausgeschlossen, dann gilt das Folgende, nämlich, dass dieser Grenzwert n gegen unendlich von diesem Produkt klein n gleich 0 bis groß n und 1 minus pn gleich 0 ist, genau dann, wenn die Reihe der entsprechenden pn's divergiert. Schauen wir uns diese Behauptung einmal im Detail an. Die Rückrichtung ist relativ einfach und sie beruht auf der folgenden Tatsache, nämlich, dass sich diese Funktion e hoch minus x, eine konvexe oder strikt konvexe fallende Funktion, natürlich weiß ich von dieser Funktion, dass sie oberhalb ihrer Tangente liegt. Und die Tangente im Punkt 0 ist gerade gegeben durch diese Funktion 1 minus x. Und diese Abschätzung gilt natürlich für alle x. Für uns ist sie nur relevant für alle positiven x. Und Sie sehen, dass ich diese Abschätzung benutzen kann, um dieses Produkt umzuschreiben. Nämlich ich ersetze 1 minus pn durch den Wert e hoch minus pn, kann dann die entsprechenden Potenzgesetze benutzen und kann das Ganze umschreiben als den Limes von der e-Funktion von dieser Reihe minus n gleich 0 bis groß n von Pn. Und Sie sehen, aufgrund dieser Tatsache, dass diese Reihe divergiert, folgt natürlich, dass dieser Ausdruck verschwindet. Und Sie sehen auf der anderen Tatsache, also ich habe eine obere Schranke gewonnen, die 0 ist. Die untere Schranke ist natürlich trivial, weil alle diese Terme positiv sind. Damit habe ich gezeigt, dass die Divergenz dieser Reihe impliziert, dass der Limes dieses unendlichen Produktes oder dieses endlichen Produktes gerade verschwindet. Jetzt gilt es sozusagen, die umgekehrte Richtung zu zeigen. Und um dies zu tun, möchte ich folgende Beobachtung voranstellen. Ich fixiere mir einfach ein klein m in den natürlichen Zahlen inklusive der 0. Und dann ist die Beobachtung das folgende, dass nämlich dieses Produkt n gleich m bis m plus n von den Faktoren 1 minus Pn größer gleich ist als 1 minus die entsprechende Reihe n gleich m bis m plus groß n von diesen Summanden Pn. Und das gilt für alle groß n
in den natürlichen Zahlen inklusive der Null. Das heißt, um diese Aussage zu beweisen, greifen wir natürlich auf diese Methodik der vollständigen Induktion zurück. Sie sehen, für groß n gleich 0 ist nicht zu zeigen, da gilt die Gleichheit. Bleibt also der Induktionsschritt zu zeigen von n nach n plus 1. Und um den nachzuweisen, teile ich einfach mal dieses Produkt auf in die ersten groß n Faktoren und multipliziert mit dem letzten Faktor. Das ist sozusagen im ersten Schritt gestehen. Und auf dieses Produkt der ersten n Faktoren wende ich die Induktionsvoraussetzung an. Hier setzt sie durch den Ausdruck 1 minus die Summe klein n gleich m bis m plus groß n von diesem Term pn multipliziert mit dem letzten Faktor. Das ist gerade der Term 1 minus pm plus groß n plus 1. Jetzt sehen Sie, das kann ich einfach ausmultiplizieren. Dann erhalte ich hier diesen ersten Term. Und ich multipliziere diesen Term aus mit dieser Reihe. Das ist sozusagen genau dieser Ausdruck, der hier entsteht. Und jetzt nutze ich einfach nur aus, dass dieser Ausdruck natürlich nach oben beschränkt ist durch 1. Dadurch, dass ich das größer mache mit dem negativen Vorzeichen, kriege ich eine Abschätzung, die nach unten geht. Und ich erhalte gerade diese Reihe bis zum Term von n gleich m bis m plus n. Und diesen Term, den ich hier vorne habe, ist gerade mein letzter mir fehlender Summand. Und damit gibt es genau die zu zeigende Aussage. Wie nutze ich jetzt diese Aussage? Also angenommen, die Reihe über dieser Summanden Pn wäre konvergent. Dann bedeutet das ja nichts weiter anderes, als dass ich ein m in den natürlichen Zahlen finden kann, derart, dass die entsprechende Reihe, die bei m startet und bis unendlich geht, von diesen Termen Pn einen Wert annimmt, der zwischen 0 liegt und insbesondere strikt kleiner ist als 1. Das möchte ich mir jetzt zunutze machen. Nämlich, ich möchte, nach Voraussetzung weiß ich natürlich, dass dieser Limes gerade verschwindet. Das ist genau das, was wir angenommen haben. Jetzt möchte ich dieses Produkt aufteilen in die Faktoren klein n gleich 0 bis m minus 1 und die entsprechenden Faktoren von m bis groß n. Auf diesen Ausdruck hier möchte ich diese zuvor gezeigte Aussage anwenden, nämlich dass ich dieses Produkt auch umschreiben kann mit Hilfe dieser Summe. Das heißt, ich kann diesen Term hier auch nach unten abschätzen durch die entsprechende, durch den entsprechenden Ausdruck 1 minus Summe klein n gleich m bis groß n. Und dann kann ich natürlich diesen Limes ausführen. Warum? Na, weil ich angenommen habe, dass die Reihe konvergent ist. Und jetzt sieht man hier, dass dieser Term, der hier übrig bleibt, nach Voraussetzung ja strikt kleiner ist als 1. Das heißt, diese Differenz 1 minus diese Reihe, die bei m startet, ist strikt positiv. Diese endlich vielen Terme hier vorne sind nach Voraussetzung strikt positiv, weil ja die Pns, die hier auftauchen, Werte annehmen, die strikt kleiner sind als 1. Damit habe ich jetzt hier aber gezeigt, dass dieser Ausdruck einen Wert annehmen muss, der strikt größer ist als 0. Das ist natürlich ein Widerspruch. Das heißt, unsere Annahme, dass diese Reihe der Pns endlich ist, ist falsch. Und es gilt sozusagen, dass diese Reihe divergiert. Damit haben wir jetzt diese Aussage gezeigt. Wenn man jetzt zurückgeht und sich das überlegt, dann ist das schon eine erstaunliche Aussage, nämlich dass die Rekurrenz zusammenhängt mit der Divergenz oder Konvergenz der entsprechenden Gewichte Pi. Insbesondere ist es erstaunlich der transiente Fall, nämlich obwohl ich, also wenn ich jetzt mir eine konvergente Reihe nehme, sprich diese Pis sind irgendwie von der Art, dass ich sie aufsummieren oder dass ich 1 minus, nee, dass ich die PIs aufsummieren kann, wie ich sie
hier ja vorhabe. Mit anderen Worten, ein Beispiel wäre, Pi ist sowas wie asymptotisch, sowas wie 1 geteilt durch i Quadrat, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, von C zum Stand aus zu 0 zurückzuspringen. Dennoch weiß ich, ich bin transient und ich weiß, dass mit Wahrscheinlichkeit 1 ich den Zustand 0 nur endlich oft benutze. Und das ist doch irgendwie etwas gegen die Intuition, die man in diesem Modell hat. Denn ich kann, je weiter ich draußen rausgewandert bin, ich habe immer die Möglichkeit zurückzuspringen. Dennoch tut die Markov-Kette das nur endlich oft. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel mir angucken, indem ich, dass ich auf Rekurrenz und Transienz untersuchen möchte. Das ist die sogenannte einfache Irrfahrt. Im ersten Beispiel hier auf den ganzen Zahlen. Damit zur Erinnerung versteht man nichts weiter oder darunter versteht man nichts weiter als eine Markov-Kette auf Z mit folgendem Übergangsgraphen, nämlich ich springe nach rechts mit Wahrscheinlichkeit p und nach links mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Und jetzt möchte ich mir auch wieder die Frage stellen, ist der Zustand 0 rekurrent oder transient? Was ich zuerst beobachten kann, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass ich nicht stehen bleiben kann, habe ich nur die Möglichkeit, in den Zustand bei Start im 0 den Zustand 0 zu erreichen in einer geraden Anzahl von Schritten. Also Sie sehen, ich muss ja, ich springe entweder nach rechts und habe dann sozusagen einen weiteren Schritt, um wieder zurückzukommen, oder ich kann beliebige Anzahl nach rechts Schritte machen oder rechts und links Schritte machen, aber ich brauche sozusagen die gleiche Anzahl wieder, um zu 0 zurückzukommen. Was bedeutet, dass dieses Matrix-Element von der Potenz n plus 2n plus 1 und Zustand 0, 0, also für ungerade Potenzen gerade 0 ist. Und im Fall von geraden Potenzen kann ich sozusagen das aufgrund der Kombinatorik mir überlegen, wie viele Möglichkeiten habe ich denn, um wenn ich weiß, in zwei oder ich bin daran interessiert, in zwei Schritten, 2n Schritten wieder zu 0 zurückzukommen, dann weiß ich natürlich, ich muss n Schritte in eine Richtung gemacht haben und n Schritte in die entsprechende gegengesetzte Richtung. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie viele Möglichkeiten habe ich denn, diese n Schritte anzuordnen? Ja, und da sieht man, wenn man sich das jetzt überlegt, dass ich 2n über n viele Möglichkeiten habe, diese n-Schritte nach rechts beziehungsweise die n-Schritte nach links sozusagen nacheinander aufzuteilen. Und ich erhalte einen expliziten Ausdruck für diese Übergangswahrscheinlichkeit von 0 nach 0 in 2n Schritten, nämlich dadurch, dass es dieser Binomialkoeffizient 2n über n mal p hoch n mal 1 minus p hoch n ist. Jetzt geht es natürlich darum, um die Rekurrenz bzw. Transienz des Zustandes 0 zu untersuchen, muss ich natürlich diesen Ausdruck summieren können. Also sollte ich mir vorher Gedanken machen, ob ich eine asymptotische Vereinfachung dieses Ausdruckes erreichen kann. Und dabei ist die Stirling-Formel nützlich. Die zur Be Erinnerung besagte das Folgende, dass ich nämlich n-Fakultät asymptotisch auch ausdrücken kann als die Wurzel aus 2 pi n mal n hoch n mal e hoch minus n. Und asymptotisch meint hier das Folgende, dass wenn ich den Quotienten dieser beiden Terme bilde, den Limes n gegen unendlich bilde, dass das Ganze gegen 1 konvergiert. Also benutzen wir jetzt diese Stirling-Formel und dann erhalten wir hier das Folgende. Also dieser Binomialkoeffizient ist ja nichts weiter als 2n-Fakultät geteilt durch n-Fakultät mal n-Fakultät. Das heißt, wenn ich jetzt die Stirling-Formel hier einsetze, erhalte ich im Zähler erstmal den Ausdruck Wurzel aus 4 pi n mal 2 hoch n hoch 2 hoch n mal den Term e hoch minus 2 hoch n. Auf der anderen Seite erhalte ich durch das Quadrat von n-Fakultät einmal diesen Ausdruck 2 pi n. Ich erhalte auch den Ausdruck n hoch n zum Quadrat, was nichts weiter ist als n hoch 2n. Ich erhalte den Ausdruck e hoch minus n zum Quadrat, was nichts weiter ist als e hoch minus 2n. Und dieser e-Term sieht man sofort, dass der sich raushebt. Und dann bleiben noch natürlich diese beiden Faktoren stehen.
Jetzt sehe ich, ich kann hier das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Zum einen kürze ich hier das n raus. Es bleibt also nur der Term 2 hoch 2n stehen. Den möchte ich hier in diesem Ausdruck absorbieren als 4 hoch n. Und dann sehe ich, kann ich hier vorne noch ein bisschen kürzen und ich erhalte den Ausdruck 1 geteilt durch Wurzel aus pi n. Jetzt muss ich hier sozusagen noch eine kleine Fallunterscheidung machen. Nämlich, ich möchte separat den Fall betrachten, dass p gleich den Wert 1/2 annimmt und dass p einen Wert annimmt, größer als 0, kleiner als 1, aber ungleich 1/2. Also in diesem ersten Fall sehe ich sofort, dass wenn ich pi 1/2 hier einsetze, dass hier nur eine 1 stehen bleibt. Das heißt, ich habe nur übrig diesen Vorfaktor 1 geteilt durch Wurzel aus Pi mal n. Dadurch, dass ich weiß, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit e2n00 sich asymptotisch wie dieser Ausdruck 1 geteilt durch Wurzel Pi mal n verhält, bedeutet das nichts weiter, als dass ein n0 existiert, sodass für alle kleinen n größer als n0 diese Übergangswahrscheinlichkeit größer gleich ist, sagen wir mal, den Wert 1 geteilt durch 2 mal Wurzel n. Jetzt sieht man sehr leicht, wie man das benutzen kann. Ich bin ja an dieser Reihe interessiert, also Reihe n gleich 1 bis unendlich pn00. Diese Reihe kann ich natürlich erstmal umschreiben aufgrund der Tatsache, dass die ungeraden Summanden sowieso 0 sind, als die Reihe n gleich 1 bis unendlich von p2n00. Und ich möchte diese Reihe bei n0 starten lassen. Das heißt, dadurch, dass ich die ersten Summanden weggelassen habe, kriege ich hier eine untere Schranke. Dann kann ich natürlich aber diese Abschätzung hier einsetzen und diesen Ausdruck nach unten abschätzen durch 1/2 mal 1 geteilt durch Wurzel aus n. Und jetzt sehe ich natürlich, diese Reihe ist divergent. Damit habe ich natürlich nachgewiesen, dass auch diese Reihe divergent ist. Und dass Satz 2, 1 folgt in diesem Fall, dass der Zustand 0 rekurrent ist. Das heißt, im Fall von p gleich 1/2, also im Falle der symmetrischen Irrfahrt auf z, ist der Zustand 0 rekurrent. Der zweite Fall ist also jetzt p ungleich 0. Und in diesem Fall sieht man, dass diese Funktion 4p mal 1 minus p nimmt gerade in dem Wert 1/2 ihr Maximum an. Sprich, für alle Werte p, die ungleich sind als 1/2, ist dieser Ausdruck strikt kleiner als 1. Mit anderen Worten, ich kann einfach in diesem Term auch wieder folgende Aussage finden. Also ich weiß, dieser Term hier ist kleiner als 1, das heißt, das Ganze ist exponentiell klein in n. Und ich kann sozusagen, dieser Vorfaktor spielt nicht die entscheidende Rolle, finde insbesondere ein n0, sodass p2n00 nach oben beschränkt ist durch r hoch n. Und das gilt hier aufgrund, dadurch, dass wir diese Stirling-Formel benutzt haben und nun eine asymptotische Äquivalenz haben. Jetzt sieht man natürlich, dass ich diese Reihe der Übergangswahrscheinlichkeiten PN00 ausdrücken kann als die Reihe die P2N00 aufgrund der Tatsache, dass die ungeraden Ns verschwinden. Das Ganze kann ich natürlich nach oben abschätzen, trivialerweise durch N0 plus diese Reihe N gleich N0 bis unendlich von R hoch N. Ich weiß, diese Reihe hier ist konvergent. Ich weiß, dieses n0 ist ein Wert in n, also auch endlich. Damit weiß ich, diese Reihe ist endlich, was aufgrund von Satz 2,1 impliziert, dass mein Zustand 0 in diesem Fall transient ist. Kommen wir also darauf zurück. Zusammenfassend wissen wir also jetzt, die symmetrische Irrfahrt ist bei der symmetrischen Irrfahrt ist der Zustand 0 rekurrent. Hingegen bei der asymmetrischen Irrfahrt, und da spielt es keine Rolle, ob p größer ist als 1/2 oder p kleiner ist als 1/2, ist die Irrfahrt auf z transient.
Wie sieht es jetzt aus in höheren Dimensionen? Also können wir so eine ähnliche Rechnung auch machen für die einfache symmetrische Irrfahrt auf Z2? Die Aussage ist ja, können wir. Allerdings wird die Kombinatorik weitaus komplizierter. Also die Irrfahrt auf die einfache symmetrische Irrfahrt auf Z2 war ja nichts weiter als eine Markov-Kette mit Zustandsraum Z2 und folgenden Übergangswahrscheinlichkeiten, nämlich die Wahrscheinlichkeit von x nach y zu springen, ist gegeben durch ein Viertel mal der Indikatorfunktion, dass x und y Nachbarn sind in unserem Graphen. Und was man daraus sieht, ist auch wieder, dass ich nur in einer geraden Anzahl von Schritten bei Start in 0 wieder in die 0 zurückkommen kann. Das heißt, diese Übergangswahrscheinlichkeiten zu ungeraden Zeitpunkten ist wiederum 0. Das heißt, ich muss mich jetzt nur um die geraden Schritte auf die geraden Schritte konzentrieren. Also ich gucke mir an, sozusagen 2n Schritte, um von 0 wieder in die 0 zurückzugehen. Und jetzt kann ich das natürlich zerlegen. Ich kann entweder k Schritte nach rechts machen und k Schritte nach links machen, um wieder zu 0 zurückzukommen. Und n minus k Schritte nach oben und n minus k Schritte nach unten. Und das k und das n kann ich natürlich wählen zwischen 0 und n. Aufgrund dieser Vorüberlegung kann ich dann meine Übergangswahrscheinlichkeit p2n00 auch ausdrücken als 4 hoch minus 2n. Das ist also die Übergangswahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich hier die Summe k gleich 0 bis n. Das ist die Aufteilung, wie viele Schritte ich nach rechts und links bzw. nach oben und unten gehe. Und dann erhalte ich wiederum die entsprechenden Binomialkoeffizienten, diesen Multinomialkoeffizienten, bei n-Fakultät geteilt durch k-Fakultät mal k-Fakultät mal n minus k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Und in diesem speziellen Fall, also das gilt jetzt nur in Dimension 2, kann ich diesen kombinatorischen Faktor, den ich hier habe, auch folgendermaßen schreiben. Ich kann hier einmal erweitern mit n Fakultät zum Quadrat. Wenn ich das tue, kann ich natürlich erstmal diesen Term 2n Fakultät durch n Fakultät zum Quadrat rausnehmen. Das ist gerade dieser Binomialkoeffizient. Was ich hier noch übrig behalte, ist nichts weiter als diese Summe k gleich 0 bis n von diesen beiden Binomialkoeffizienten n über k und n über n minus k. Und was man jetzt zeigen kann, ist, dass diese Summe der Binomialkoeffizienten sich aufaddieren zu dem Term, zu diesem Binomialkoeffizienten 2n über n. Das heißt, in zwei Dimensionen, es ist halt so, dass sich diesen Ausdruck, den ich hier gewonnen habe, auch schreiben kann als 2 hoch n über n mal 2 hoch minus n zum Quadrat. Und wenn man jetzt genau hinguckt und das vergleicht mit dem eindimensionalen Fall, ist es genau das Quadrat von diesem Ausdruck. Aber als Warnung, das gilt nur in Dimension 2. Jetzt haben wir natürlich gesehen, asymptotisch verhält sich dieser Ausdruck hier drinne wie 1 geteilt durch Wurzel aus Pi mal n. Das heißt, wenn ich das Ganze quadriere, verhält sich das asymptotisch wie 1 geteilt durch Pi mal n. Ich sehe aufgrund der gleichen Argumentation wie vorhin, dass diese entsprechende Reihe gerade nicht konvergiert. Genauer gesagt, aufgrund dieser asymptotischen Äquivalenz weiß ich natürlich, dass ein n0 in n existiert, sodass p2n00 größer ist als 1 geteilt durch 4n für alle n, die größer sind als n0. Da kann ich natürlich diese Reihe wieder abschätzen durch die Reihe, die bei n0 startet, von diesen geraden Termen. Die kann ich natürlich nach unten abschätzen durch ein Viertel mal diese harmonische Reihe. Und die ist gerade unendlich. Also Sie sehen hier dran, das scheint gerade der Grenzfall zu sein, wo diese Reihe hier divergiert. Da ist ein bisschen mehr und ich wäre konvergent. Aber insbesondere bedeutet das erstmal, dass der Zustand 0
bei einer einfachen symmetrischen Irrfahrt auf Z2 rekurrent ist. In höheren Dimensionen kann man prinzipiell so eine ähnliche Analyse mit Hilfe von so einem Multinomialkoeffizienten machen. Allerdings wird die Rechnung aufgrund der Kombinatorik immer diffiziler. Und ich möchte auf diesen Fall der einfachen Irrfahrt in zwei Vorlesungen nochmal zurückkommen und Ihnen andere Methoden vorstellen, mit Hilfe derer man auch die Rekurrenz und Transient untersuchen kann. Was Sie sich einmal merken sollten, ist, dass die einfache symmetrische Irrfahrt in Dimension 1 und 2 rekurrent ist und dass die asymmetrische Irrfahrt in Dimension 1 transient ist. Also nicht die Irrfahrt, sondern der Zustand 0. Abschließend möchte ich noch den folgenden Begriff einführen, nämlich ich möchte noch einen rekurrenten Zustand weiter klassifizieren. Also gegeben einen rekurrenten Zustand, dann nenne ich diesen Zustand positiv rekurrent, weil die erwartete Treffzeit des Zustandes X bei Start in X endlich ist und 0 rekurrent, falls diese erwartete Treffzeit des Zustandes X bei Start in X halt unendlich. Und der nachfolgende Satz gibt Ihnen wieder eine Charakterisierung, nämlich wenn ich eine Markov-Kette Xn auf meinem Zustandsraum E gegeben habe mit Übergangsmatrix P und Startverteilung μ, dann ist ein Zustand X genau dann null rekurrent, wenn das folgende gilt, nämlich wenn diese Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in X in n Schritten in X wieder zurückzukommen, im Limes n gegen unendlich verschwindet. Den Beweis dieses Satzes bleibe ich Ihnen an dieser Stelle schuldig. Ich komme darauf aber nochmal zurück, wenn wir uns über invariante Maße unterhalten. Ich möchte aber sozusagen ein kleines Korollar aus diesem Satz 2.3 diskutieren, nämlich das ist das folgende. Wenn ein Zustand y wenn y in meinem Zustandsraum E der Null rekurrent ist, dann gilt sogar das folgende, nämlich dass dieser Limes n gegen unendlich von Pn xy verschwindet, nicht nur für den Zustand y, wie es hier in dem Satz 2, 3 charakterisiert worden wäre, sondern es gilt für alle x in meinem Zustandsraum. Und der Beweis geht wie folgt. Also aufgrund der Tatsache, dass y 0 rekurrent ist, weiß ich natürlich sofort aufgrund von Satz 3, dass der Limes n gegen unendlich von p n y y verschwindet. Was wir uns im Kontext von Korollar 2.2 angesehen haben, ist nämlich die Aussage, dass ich p n x y auch ausdrücken kann als die Summe k gleich 1 bis n von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand y zum Zeitpunkt k zu treffen, mal diese Übergangswahrscheinlichkeit in n minus k Schritten von y nach y zu gehen. Also ich habe es wieder zerlegt in diese Exkursion von y nach y und der Tatsache, dass ich einmal ja wenigstens bei Start in x y getroffen habe. Und diese Reihe oder diese Summe k gleich 1 bis n möchte ich künstlich jetzt einmal schreiben als die Reihe k gleich 1 bis unendlich von dieser Wahrscheinlichkeit, bei Start in x den Zustand y zum Zeitpunkt k zu treffen, multipliziert mit der Indikatorfunktion, dass k kleiner gleich n ist und von diesen Übergangswahrscheinlichkeiten p n minus k y y. Und diesen letzten Ausdruck möchte ich einfach mal bezeichnen mit f nk. Dann weiß ich natürlich aufgrund dieser Tatsache hier, dass diese Folge von Funktionen fnk punktweise gegen 0 konvergieren. Das folgt nämlich gerade aus dieser Tatsache. Des Weiteren weiß ich, dass diese Funktionsfolge fnk für jedes n beschränkt ist durch 1. Das ist trivial. Naja. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ist nach oben beschränkt durch 1, das ist auch nach oben beschränkt durch 1. Insbesondere weiß ich natürlich aber auch, dass ich diese Reihe, die hier steht, also wenn ich das nach oben abschätze durch 1, nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich y in endlicher Zeit treffe und dass
Weiß ich aber, dass dadurch, dass es eine Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ganze endlich ist. Also kann ich jetzt hier den Satz von Lebesgue über die dominierte Konvergenz benutzen, um sozusagen mein gewünschtes Ziel zu erreichen, nämlich wenn ich hier den Limes n gegen unendlich bilde, kann ich aufgrund des Satzes von Lebesgue den Limes mit dieser Reihe hier vertauschen. Dieser Ausdruck konvergiert zu 0, also muss entsprechend auch der Limes von dieser Übergangswahrscheinlichkeit im Limes n gegen unendlich verschwinden.